Freunde, es geht wieder weiter mit Let's Play Twilight Princess hier in Schloss Hyrule, welches nun völlig von den Schattenhainen gesucht wurde. Prinzessin Zelda hat uns im letzten Part beauftragt, dieses Schloss wieder zu verlassen, bevor die Wachen kommen. Sie hat uns alles erzählt, was passiert ist, dass ein dunkler Schattenkönig sie heimgesucht hat und ganz Hyrule unter seinen Nagel gerissen hat. Sie hat kapituliert und somit das Volk verloren. Was heißt verloren? Das Volk ist jetzt sozusagen in Geisterform und hausen hier immer noch, aber die selber wissen davon nichts. Oh Gott, Freunde, es kann nicht mehr schlimmer werden. Oder? Verdammt, da sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Okay, die Wachen kommen. Okay, da oben können wir hoch. Ich muss anmerken, die Musik ist richtig episch. Weil die Melodie. Und? Weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's ja versprochen, also bring ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frag mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendwas Wichtiges vergessen hast? Ach du. Willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings wirst du dafür auch als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Oh, ist die fies. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Hey. Was hast du da gemacht? Das will ich auch können. Okay. Heimisch, okay? Komm wieder zurück. Ach so, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Um ins Schattenreich zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Wesens der Finsternis. Woran mag das wohl liegen? Man sieht sich. Jetzt hat sie uns hier einfach ausgesetzt. Okay, alles klar. Wir sind wieder im heimischen Dorf. Hier in Ordon. Aber als Wolf. Und ich glaube nicht, dass unsere Leute mich wiedererkennen werden. Ist ja die Frage. Okay. Und? Was willst du jetzt machen? Dachtest du etwa, ich wäre weg? Eins muss ich dir noch sagen. Es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Jenseits der Brücke beginnt bereits das Schattenreich. Und dort kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um das Schattenreich zu betreten. Wenn du deine Freunden also behelfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage, verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du brav bist. Und denk nicht daran, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Was willst du tun, während wir hier reden? Bereitet sich das Schattenreich weiter aus? Also, wir brauchen wirklich keine Zeit. Was? Nicht brauchen keine Zeit? Hat er jetzt gerade brauchen keine Zeit gehabt? Entschuldigung, ich fehle manchmal beim Vorlesen. Kann sein, dass ich immer noch ein bisschen nervös bin. Aber ich glaube, das ist alles okay. Okay, wir brauchen ein Schwert und ein Schild. Dann würde ich aber direkt mal das Dorf Ordon in Angriff nehmen. Dein Schild wissen wir ja, wo wir bekommen, ne? Da hatten die doch, Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, die kriegen jetzt erstmal auf die Schnauze. Das waren auch die, die Kinder entführt haben, ne? Hier, steh auf, du verdammter Idiot. Und Boots! Das war's für dich. Du hast nicht mehr geschafft zu wehren.
Wollen die sich mir also in den Weg stellen hier, ey? Eine Sauerei. Okay, das ist jetzt auch zugewachsen oder ist das zugegittert? Da ist ein Holzding vorgemacht worden, alles klar. Okay, schauen wir mal ins Dorf hinein. Vorerst mal vor links Haus, ne? Ordon. Ach du Scheiße, selbst hier haben die sich eingenistet, diese verdammten Idioten. Ah, ja, ja, ja. Boots, Knacks. Was war's mit euch beiden? Was wagt ihr euch hier aufzuhalten? Im Heimischen. Robins Haus. Ja, okay. Oh Gott. Ich sehe echt nichts Positives, wenn die selbst hier sind. Dann haben die bestimmt auch ein bisschen Dorfordern gefunden, nicht? Warte. Was? Diese Fieslinge hast du ja ganz schön Saures gegeben. Bravo. Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Oh Gott. Sogar die Kinder sind aus dem Dorf, haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. Oh, sehr interessant. Die Tiere kennen mich gut, das finde ich schon mal gut. Die wissen richtig zu handeln. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater diesen törichten Taugenichts. Okay, anhand dieser geheimnisvollen Musik erkennt ihr jetzt schon. Deswegen habe ich die Tiere auch gerade angesprochen. Die Menschen sehen den Wolf nämlich nicht so harmlos wie die Tiere. Wenn ich nämlich von denen gesehen werde, dann sieht es mies aus. Und diese Musik, muss ich mal anmerken, es ist echt richtig... richtig cool. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu der Mühle dort hinten. Ich glaube sogar, dafür müssen wir schwimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob der mich sieht, wenn ich im Wasser bin. Glaube nicht. Okay, er sieht mich nicht. Ich glaube, wir müssen in die Mühle rein. Und ich weiß, glaube ich, noch, dafür müssen wir uns sogar reinbuddeln. Ach, du Heilige. Ach, du meinst den Schild? Psst, nicht so laut. Lauschen. The fuck? Kann ich da nicht lesen? Ich könnte dieses Ding zukommen, du weißt schon. Also das kann ich nicht lesen. Besser. Ich komme, um dieses Ding zu holen, du weißt schon. Okay, Alter, das konnte man ja mal gerade gar nicht lesen. Ah fuck, wenn die mir... Oh, eine Katze. Ein Hund. Lauscht, reden. Was redest du, Rien, da nur? Ich habe mich angeschlichen und versucht, mit Hilfe von A zu lauschen, aber ich verstehe kein Wort. Vielleicht verstehst du ja mehr. Die sehen mich aber, wenn ich mich anschleiche. Moment, vielleicht kann ich auch... Sehen die mich, wenn ich in den Büschen ankomme von hinten? Das weiß ich nicht. Weil ich glaube, wenn die mich sehen, dann werde ich aus dem Dorf direkt rausgeschmissen oder gejagt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was dann passiert. Okay, das kann ich wieder nicht. Weil ich will gucken, ob die vielleicht noch mehr hören. Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann... Dann gehe ich und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen. Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du noch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollten, ist noch in Mos Haus. Na gut, wenn du es sagst, Boro. Also gut, ich hole das denn jetzt. Ach du Scheiße. Ein Monster, nichts wie weg! Ach du Scheiße. Jetzt haben die mich gesehen und da drin müssen wir rein. Na, wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Also? Ach, so easy. Welchen Weg sollen wir nehmen? Es gibt nur einen, du Dumme. Ah. Ups, ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Nimm das! Scheiße. Oh, scheiße.
Wow! Alter! Verdammter Idiot! Mann, ey, der wüsste, dass ich Link bin, ey. Würde sowas nicht machen. Sind hier denn bitte Herzen oder so? Ich brauche Herzen. Aber meistens sind Herzen vergraben. Also in diesen Buddellöchern. Hier zum Beispiel. Hier könnte ein gutes Herz drin sein. Sag mal, du wirst doch wohl nicht mit diesem Typen fertig werden, oder? Dann setz dich gefälligst in Bewegung. Ja, komm runter. Geh erstmal nach Herzen suchen. Ja, okay, scheiß drauf. Ich versuch's mit zwei Herzen zu schaffen, solange der Typ mich nicht sieht. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Der steht ja mit seinem Adler immer, ne? Fuck. Los, komm jetzt. Zack. Was zum? Du verdreckter Adler. Scheiße, Mann. Wie soll ich die denn bitte bekommen? Der Adler greift mich ja direkt an. Ich komme da ja gar nicht hoch. Und ich brauche ein Herz. Oh, danke. Danke, 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 danke. Und dem kann ich auch nicht ausweichen, dem Adler. Alter, du verdammter Idiot. Nee, das ist nicht möglich. Ich muss dem erstmal irgendwie den Adler loswerden. Wie soll ich das machen? Oh oh, das ist gefährlich. Vor allem, wir haben nur drei Herzen und der macht einfach mal ein Herz Schaden, der Adler. Ich suche gerade Herzen wieder. Das kann nicht sein, dass hier Herzen sind. Aber ich glaube, oh Gott, da kann man rein. War hier nicht das Schwert? Der hat doch Mo's Haus gesagt. Ich weiß nicht, das ist doch Mo, oder? Ist das Mo? Ja, ja, blaue Rubin, toll. Diese Animation wird immer wieder gemacht, wenn man das Spiel neu anmacht, by the way. Bisschen unnötig, aber ist halt so. Und hier sind nur Rubine, das gibt's nicht. Was hast du jetzt zu sagen? Hallo! Ein Wolf in einer Vollmondnacht. Wie romantisch. Was verbirgt sich hinter dieser Erscheinung? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist, da kommt man schon ins Grübeln, oder? Du gefällst mir. Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Fell ist weich und flauschig. So muss ein Wolf sein. Oh ja, jetzt gehe ich erstmal hier rein. Muss dann vielleicht hier das Schwert drin sein, oder? Seht mal, da sind Zeichnungen an der Wand. Oh Gott. Okay, hier ist das Schwert irgendwie doch nicht. Ich dachte, hier wäre das Schwert, warum auch immer es hier nicht ist. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Wir müssen tatsächlich erst das Schild holen, aber wie sollen wir diesen Typen denn da weglocken? Ich meine, wir haben keine Steine, wir sind kein Mensch. Wir können nichts machen. Der wird uns direkt attackieren. Mit dem Adler. Haben wir auch gesehen, da haben wir keine Chance gegen. Da ist noch ein Hund, was hast du zu sagen? Nanu, neu hier, was? Gar nicht mal so dumm von dir, dich erstmal bei den wichtigen Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst also etwas über das Dorf fahren. Ich kann dir alles erzählen, was du musst. Was meinst du? Erzähl. Für gewöhnlich ist das hier ein ganz normales, ruhiges Dorf. Aber heute gab es ziemlichen Ärger. Du glaubst nicht. Monster haben das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. An dieser Stelle wäre ich vorsichtig. Die Leute dieser Stadt könnten ziemlich allergisch reagieren. Das habe ich schon am eigenen Leib erfahren, mein Kleiner. Verdammt! Ich glaube, ich werde... Oh mein Gott, hier sind drei Herzen. Das muss ich mir merken. Hier oben. Vielleicht sind die, kommen die doch immer wieder. Okay, alles klar. Ich versuch's nochmal. Aber wie? Vielleicht kann ich den Adler hier angreifen. Ne, der ist overpowered. Aber den kann man auch ausweichen, oder? Nee, kann man nicht. Alter, was soll man da machen? Da hoch komme ich auch nicht. Ach, halt doch die Schnauze, du Arsch. Fotzadler, Mann, ey! Das ist so kacke. Warum muss der denn jetzt immer wieder leben? So ein Kackadler. Scheiße.
Ja, ich weiß, dass es Löcher gibt. Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich mal heute wieder ein tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem Gespür muss man gründlich genug suchen, um dann mit zu graben immer was. Ja, ja, ich weiß. Ich würde ja gerne mal Herzen finden. Sind hier vielleicht Herzen drin? Hier sind aber nur Rubine. Doch, nee, hier ist ein Herz. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich stelle mich gerade richtig scheiße an, aber ihr kennt das ja von mir. Ich bin kein guter Spieler. Die Sache ist nur... Es ist unmöglich. Weil dieser Adler trifft auch mit Sicherheit. Ihr habt gerade... Ne, das ist unmöglich. Sag mal, bist du etwa von dem Falken angegriffen worden? Okay, vielleicht hat die was. Entschuldige, der Mann mit dem Falken angerufen hat. Das ist ein Herrchen von meinem Frauchen. Dass du keinen Überkäbelst, merkt man doch am Geruch. Ja, danke für die Info. Alter. Oh. Also gut, von hier aus klettest du am besten aufs Dach und überrascht den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird schon wundern, was er davon hat. Ah, so. Ich bin dumm, das hätte ich früher machen müssen. Damit der Part... Ich bin zu schlecht für Spiele. Ich bin so schlecht in Videospielen. Steinigt mich bitte für das, was ich die ganze Zeit tue. Ich wollte gerade sagen, der Part wird dafür ein bisschen länger, weil ich jetzt mich am Anfang so ein bisschen aufgeklaut habe. Du gehst jetzt erstmal weg, da du weißt nicht, was hier los ist. Ja, oh Mann, der arme Mann. Der arme Kerl. Trampen. Trampen. Und rein da. Ich will das Schild haben, Mann. Ich will das Schild haben, Mann. Und hier oben sollte es doch eigentlich sein, ne? Eigentlich. Da oben ist es. So, mach erstmal diese scheiß Kürbisse kaputt, Mann. Vielleicht ist da was drin. Nee, Mann. Leider nicht. Okay, hier drin befindet sich auch keine, aber hier vielleicht. Bats! Auf jeden Fall sind hier viele Rubine, die sollte man auch alle einsammeln. Rubine, Rubine. Fassen. Und machen erstmal alles kaputt. Oh Mann, hier liegt eine Puppe. Alter, das ist echt unheimlich, Mann. Da ist ja einer. Zack. Und da ist der Schild. Komm runter, Mann. Oh yeah, du hältst den Ordon-Schild. Drücke Z, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn er mit Feuer in Kontakt kommt. Das ist natürlich scheiße. Sieht irgendwie billig aus. Als Mull, Alter, das ist das Einzige, was wir finden konnten. Also gut, und jetzt das Schwert. Du findest doch bestimmt schnell, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, dann wird das Schwert jetzt wohl da sein. Ist wahrscheinlich erst da, wenn man das Schild geholt hat. Komme ich jetzt hier auch wieder raus, wie ich reinkommen bin? Ach so, ich glaube man... Ah, okay, da oben ist ein Ausgang, das habe ich nicht gesehen. Springst du bitte hoch? Du Kopflink, jetzt spring! Danke. Alter, die ist aber auch echt... Der kann man auch nicht glücklich werden, Mann. Sieht billig aus. Sehr froh, dass wir überhaupt ein Schild gefunden haben, Mann. Ach du Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Sind das etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich nochmal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof für Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mo, du bist doch verletzt. Och Mann, die tun mir so leid. Aber ich muss jetzt einmal gegen die arbeiten. Anders können wir das hier alles nicht aufklären. Okay. Ihr seht, der Typ geht mit der Fackel jetzt hier runter. Der darf uns auf gar keinen Fall sehen, sonst rastet der Typ völlig aus. Weil der hat immer ein Schwert dabei und ist sehr tapfer. Der haut nicht so einfach ab wie der andere, das kann ich euch versichern. Aber ich glaube, der sollte uns nicht sehen, wenn wir hier ein bisschen stehen bleiben und ihn erstmal kommen lassen. Dann können wir, glaube ich, erstmal, dann können wir gechillt vorbeigehen. Ich durchsuche ja auch alles. Wir wissen ja, wo wir reinkommen. Aber vielleicht kann ich auch schnell genug sein. Ah, der ist aber wirklich verletzt, ihr seht, wie der humpelt. Angreifen will ich den nicht. Okay, der sieht sich immer wieder um. Sau gefährlich, muss man mal einfach mal so sagen. Vielleicht hätte ich doch da lieber oben gehen müssen. Aber ich warte jetzt. Der geht, glaube ich, den ganzen Weg hier unten lang.
Nice. Also, what the fuck? Den wollte ich gleich ansprechen, Frosch. Die Kinder haben hier früher aufgespielt, irgendwelche Sachen im Boden vergraben und so. Wenn du mit Hilfe von Krebs findest, so tolle Sachen. Ja, ja. Wie geil, mit den Fröschen kann man sogar talken. Für Menschen ist das nur ein, nur ein Kaff auf diesem Land. Für uns ist aber das wahre Paradies. Sieh dich doch auch mal hier im Dorf um. Ob du siehst, ob irgendwo blinkt oder linkt, hängt das mit Gespür ab. Ja, ja, das sagtet ihr bereits. Und ich, Boots, hol mir jetzt erstmal das Schwert. Was vorher da komischerweise noch nicht lag. So, da liegt es, ne? Genau, nehmen. Yes, nice. Du hältst das Ordensschwert. Mauer hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar, damit ist unsere Waffensammlung jetzt komplett. Wenn du die Mühe gibst, bist du ja richtig etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs und jetzt führe ich dir die faszinierende Welt der Schatten. Du sollst noch einmal in den Wald gehen, in dem du diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay, das mache ich. Das werde ich machen. Oh, aber der Sieg kann mich trotzdem noch sehen. So, ich glaube, ich sprinte jetzt einfach mal lang, um zu gucken, was passiert. Obwohl, wenn ich durchs Wasser gehe, dann passiert da, glaube ich, nichts. Egal, ich sprinte jetzt. WTF. Wie der mich einfach nicht sieht. Mit dem Kopf und jetzt springt. Holy moly, alter Lackza. Das war aber richtig knapp. Okay, okay, alles gut. Zurück in den Wald. Wir haben alles von hier erhalten. Sehr, sehr gut. Mein Haus, da werde ich auch irgendwann nochmal zurückkommen. Jetzt hier, rein da. Ich habe ja jetzt Schwert und Schild. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Damit können wir viel machen. Der Part geht noch ein bisschen, wie gesagt, habe ich ja gesagt, weil ich ein bisschen verschissen habe am Anfang. Zack, so. Warte. Komm zu meiner Quelle. Was zum... Deine Entscheidung, deine dunkle Kraft oder eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Ach du Scheiße. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Ah! Oh Gott, das ist natürlich ein wahres Wesen der Finsternis, Mann. Stirb, du Narr! Holy moly, Macaroni. Boots, jetzt. Zack, zack, was? War's das schon? Easy. Verschwinde von diesem friedvollen Ort, du Narr. Oh Gott. Oh mein Gott. Wunderschön. Tapferer Jüngling. Ich bin Latoan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Götter Hyrule mit Licht erfüllen. Latoan, ein schöner Name. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehörte zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben unseren Lichtgeistern unsere Kraft. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Kreaturen der Dunkelheit geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützen, haben sich in eine Schattenwelt verwandelt, von düsteren... Das letzte Wort konnte ich nicht lesen, sorry.
gesagt. Wenn niemand diese Wesen auffällt, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts in Schatten verhüllt sein. Deswegen war auch Hyrule so zerstört. Oh mein Gott. Ein furchtbarer Albtraum. Um die Welt vor dem König der Finsternis zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister retten, die im Schattenreich gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal im Schattenreich war, der verliert seine ursprüngliche Gestalt wie unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firon begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Das klingt gut. Okay. Wir haben alles gehört, was wir hören wollten. Auf zum Wald von Firon. Ihr habt gehört, wir müssen diesen bestimmten Lichtgeist finden, damit er uns unsere ursprüngliche Gestalt wiedergibt. Und das lassen wir uns auf gar keinen Fall entgehen, meine lieben Freunde. Aber das machen wir jetzt wirklich im nächsten Part, weil der ist jetzt schon 27 Minuten lang, der Part. Muss ich auch noch hochladen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist Let's Play Twilight Princess, Freunde. Dann werden wir das Schattenreich wieder einmal betreten. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und dann sage ich, see ya, bis zum nächsten Mal.